Die Cheater sind gefühlt überall und vor allem aber bei den ganz neuen Armspielern, die sich frisch ins Spiel reinschmeißen und eigentlich Spaß haben wollen und dann solche Dackel bekommen. Willkommen zum zweiten Teil der Versuchsreihe Cheater, Counter-Strike, wie ist es mit einem neuen Account ohne Prime und so weiter und so fort. Ein paar haben mir geschrieben, dass es nur am Anfang so schlimm wäre mit den ganzen Hackern und dass es später nach ein paar weiteren Spielen deutlich besser laufen würde, auch ohne Prime, mit einem brandneuen Account. Ja gut, werde ich einfach mal testen, ne? Mit Gustello. Das ist mein zweites Matchmaking hier auf diesem Account. Letztes Mal haben wir Mirage gespielt, absolute Cheater, Drecksmap, scheiß Kack. Und deswegen werde ich jetzt Cash, Inferno, Overpass, komplett übertreiben muss man es nicht, ne? Los geht's! Okay, es sind alle da. Ich bin gespannt. Die These bzw. Begründung der Leute, die sagen, dass es dann besser wird, ist einfach, dass das Trust-System dann greift, wenn man ein paar Runden gespielt hat und das einen halt richtig eintrusten kann. Dann hätten sie keine Probleme mehr oder eher selten Probleme mit Hackern gehabt als am Anfang. So, hallo Team. Hello. Ein Kind. Oh, Purple, please. Direkt. Oh, Purple. Stop it, come on. You're a little child. Stop with the talking. Where do you wanna go? Okay, beginn B. Er hat sogar angesagt. Wir spielen hier gerade auf Holz, sozusagen, ne? Vor Silber noch. Beziehungsweise halt uneingerankt. Ich weiß nicht, wie gut die sind. Vielleicht ist hier eine Source-Legende mit am Start, die jetzt rein pfeffert ohne Ende. Oder halt jemand, der seinen 80. Account einspielt, so wie ich. Bei Barrel Sock Diner. Habt ihr den gesehen? Im Moment? Hey, im Moment fühlt sich's echt sauber an, ne? Der kommt hinter uns. Nice, Leute, nice, okay. Ich habe gar keinen Gegner gesehen, bis auf den einen bei Barrels. Einige wollten mich auch überzeugen, beziehungsweise haben mich gefragt, warum ich nicht den Account einfach komplett bis Prime einspiele. Sie fänden es so besser, als dass ich es mir halt einfach kaufe. Also, wenn sich die Spiele als angenehm gestalten, dann kann ich ihn gerne auch einfach einspielen, den Prime-Status. Ich dachte nur, wenn ich es halt in jedem Game Hacker hätte, dann wäre ich es ab dem x-ten Spiel irgendwann leid und würde dann natürlich auch dementsprechend halt, ja, ne, mir dann halt mit Prime was Gutes tun. Jetzt spielen wir die Sache einfach schnell runter, behalten die Augen offen, aber es ist echt gerade ziemlich chillig. Es schreit auch keiner rum oder so, es ist auch keiner am Kicken oder irgendwas, es lässt keiner Musik laufen. Alles Dinge, die ich immer wieder erzählt bekomme, so von den Einweihungsspielen bzw. Einrankungsspielen. Ich weiß nicht mehr, wie meine waren. Ich meine, diese Einrankungsspiele sind halt nochmal in einer ganz besonderen Sphäre, ne? Es ist ja nicht Silber, es ist nicht Global, es ist einfach alles. Man steigt im ersten Spiel ein, wahrscheinlich ins Lowste, das geht, und dann schaut das Spiel direkt, ne, wie es dich am besten zusammenpackt, mit welchen anderen Spielern, die auch gerade am Einranken sind. Es ist, glaube ich, eine bunte Mischung an allen möglichen Skillklassen, die dann hier bei den Einrankungsspielen reindümpeln. Bis man halt dann in der Skala von Silber bis... Ist es immer noch Doppel-AK? Oder kann man mittlerweile auch bei Global eingerankt werden? Falls ja, dann wäre es ja wirklich die gesamte Rankspanne, wäre hier vertreten im Einranken. Das wäre natürlich Kronk. Komm, Grün, leg da einfach mal die Bombe. Ich versuche hier natürlich auch bei den Einrankungsspielen mein Bestes zu geben oder halt so zu spielen, wie ich immer spiele, um ja keinen Smurf irgendwie gezielt hinzuziehen auf Silber, was weiß ich oder so, sondern ich möchte natürlich, dass er so nah wie möglich in meinem tatsächlichen Rang dran ist, beziehungsweise genau auf meinem richtigen Rang eingespielt wird und nicht irgend so ein Lobob-Code-Account wird. Sorry, man, sorry. Ich spiele gerade mit jemandem, der sich sogar entschuldigt. Alter! Trust, bist du schon hier? Weißt du, Trust ist so, I got you back, boy. I got you back! Was geht ab? Keine Sorge, Boy, ich gebe dir jetzt die richtig süßen Jungs. Ich pack's gerade nicht richtig, ne? Ich pack's gerade nicht. Schon. Geh halt mal auf die B, sie killen sich zwar ein bisschen gegenseitig. Aber es ist doch niemand am Drehen. Ich wollte den Killy Vanillin, Alter. Lucky. Wir gehen B, er sagt an, das ist einfach Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. One set down. One window. Also man merkt hier, ich spiele mit Leuten, die dem Spiel auf jeden Fall nicht komplett als frischer Spieler gegenüberstehen. Hier wird angesagt, hier wird zwar auch ein bisschen Team gekillt, aber One shot. Und ja, ich kann mich echt nicht beschweren. Also es ist direkt zum Spiel davor, also zum letzten Spiel von letzter Woche auf hier Mirage. Es ist ein kompletter Szenenwechsel. Aber ein kleiner Wermutstropfen. Ich musste ihn, also diesen Lucky oder Lucky oder wie er hieß, musste ich muten, weil der hat einfach zu viel Scheiße gelabert. Aber sonst. Oh, Mate, was war das für eine Flasche? Ich kann mich doch beschweren. What are you doing? Hey. Wir müssen den einen wohl kicken. You can just mute him on scoreboard. Let's go, hey, guys. 2-9. Ach gut, ich habe gewartet. Komm, den hat er. Den hat er easy. Den hat er. Das ist unser Winner. Winner easy in the easy, dude. Boom.
Der geht über, der geht rüber. Der ist rechts. Oh! War der nicht eben drauf? Muss aber auch sagen, die Jungs haben angefangen, ihn anzufracken. Er ist halt laut im Chat, spielt aber ganz normal, also dieser Purple Boy. Und dann haben die anderen drei angefangen, ihn ab und an anzuschießen, zu tasern und so weiter. Ja, sowas nicht machen. Sonst fängt der halt auch an auszuteilen, ne? Lieber jemanden muten. Ich habe ihn direkt gemutet und gut ist. Und ist mit. Behind us down. Short one. He's coming close. Wo ist denn der Lurch, Alter? Eben war er doch noch da. Shot. Nice. Die Runden laufen nach wie vor echt einfach durch. Also selbst Purple spielt wie gesagt mit, aber ja. Man muss ihn halt muten. Die haben bei sich einen, der setzt sich deutlich ab mit 13 Killi Vanillis. Der Rest macht so gut wie gar nichts. Man merkt ja auch, dass sie ziemlich lost sind, wenn sie vor einem stehen oder bei einem sind. Also die schießen irgendwo hin, meist nur nicht auf dich. Bei mir im Team ist es ganz anders, das Gefüge. Die sind alle etwa, also man hat es ja gemerkt, ne? Die sagen an, die gehen tatsächlich zu dritt, zu viert oder vielleicht sogar zu fünft, gehen wir auf den Spot drauf, ohne dass ich was ansage. Und dann wird da reingewurschtelt. Also ja, hier scheint gerade die Rank-Gewichtung der Gegner einfach überhaupt nicht zu passen. Man sieht, dass unser gesamtes Team einfach besser ist als das andere. Aber es ist auch noch ein bisschen früh, da irgendwas richtig zu sagen oder zu machen. Weil, ja, es ist jetzt halt das zweite Einrankungs-Game bei mir, ne? Ich denke, das Spiel weiß noch nicht allzu gut, wie es mich anfassen soll. Ich denke, ein paar Matches dauert es noch, bis das Spiel mich ungefähr dahin steckt, wo ich hingehöre. Bevor der Rank kommt, sondern halt schon in den Einrankungsspielen. Aber komplett lost ist hier dann gefühlt doch irgendwie keiner, außer vielleicht der Letzte bei den Gegnern. Ich weiß nicht, was der treibt. Okay, yes. Ist er weg. Yes. Hat sich bannen lassen. Er ist doch ein bisschen lost. Genau. Guck mal, also sie haben auch diesen Wille. Let's win this game. Es ist schön. Es fühlt sich so wie auf meinem Main-Account an mit den Mates. Nur, dass sie halt echt andauernd knife irgendjemand anderen. Was machen die denn? Okay. One on A down. Let's go fast for planned. You can take bot. Der eine hat den Bot nicht genommen. Muss ihm erstmal sagen, wie wir den Bot nehmen. Okay, es ist doch nicht jeder am Bean hier. Ja, ja, ja. Oh. Naja. Immerhin kein Teamkill, ne? Er spielt nicht schlecht. Nice, man, nice. Hat er schön gemacht? AVP. It's in the bot, so. It's okay. We got enough money. Jetzt hat der Bot eine AK, das ist schon mal schön, aber trotzdem chillt er natürlich hier am Spawn. Bot, schön hier geblieben. Ey! Er kommt mit. Bot kommt mit. Ah, auf den anderen hört er. Ja, sehr schön. No. Ah, nee. No. Ich verstehe noch nicht, warum sie ständig knifen am Anfang der Runde. Immer messern sie kurz in die Luft und messern meistens irgendjemanden. Oh, sorry, mate. He's down. Alter, ich hätte ihn eben fast durchschossen, ne? Ich gebe ihm schon einmal, dann nochmal. Okay, auf Eis wohl doch gegen, ja? Yeah, he's with open. Ja, he's close, he's close. On side, on side. Nice. Man muss den Jungs auch mal einen Killi Vanilli gönnen, ne? Komm. Also, richtig kommen die anderen vier nicht in Fahrt. Der eine muss wirklich alleine für die CTs regeln, dieser Radik. Der ist wahrscheinlich, wenn es jetzt keine frohe Natur ist, ordentlich am Ragen schon im Chat. What are you doing, Team? Wisst ihr, was ich mich gefragt habe im Vorfeld schon? Pass auf. Ist es für alle ein Einrankungsspiel? Oder haben manche schon einen Rank und wir spielen hier 1SA long? Oh, behind is coming through. Oder spiele ich hier einfach in irgendeiner Runde mit auf, was weiß ich? Gold jetzt oder so, wisst ihr? Und wenn die Runde gewonnen wird, dann schiebt mich das Spiel einfach in die nächste Runde mit AKs oder. Wisst ihr, was ich meine? Er legt die Bombe weg. Das ist ein Dödel. Also haben wir gerade alle hier Einrankungsspiel oder werde ich einfach irgendwo zwischengeschoben? Und dann heißt es halt, ah, okay, ja, da spielt er so und so, also machen wir ihm im nächsten Spiel nochmal ein oder zwei Ranks höher, um zu gucken, wie er da sich reinfühlt, ne? Und nach 10 Spielen hat man ja dann ungefähr alle möglichen Gruppen durchstoßen, die man durchstoßen musste. One short in Lake. Der schwimmt gerade im See. Vorsicht. Should I go away? Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bomb down and mid. Wie sind der mir eben ein Gegner gesteppt? Ich weiß gerade gar nicht, ob das hinter mir ein Gegner war. Ey, es kann echt sein, dass hinter mir eben ein Feind stand und er uns nicht gerafft haben gegenseitig. Sind wir nicht alle ein bisschen lost? Ich bleib weiterhin hier auf A. Der Win ist eh ziemlich easy drin. Also ich würde sagen, man kann hier auf jeden Fall schon mal sagen, hier war nichts am Start. Kein Cheater. Oh, now two mid. Maybe another one. Oh, oh. Mid one. Ah, ich kann den Bot nehmen. Haha, sehr schön, sehr schön. Jetzt hole ich mir den Low HP Boy. Schön mit der Pito Fiddy. Ey, Drecksack. Er geht weg einfach. Stehen geblieben, Lurch.
One is one more here. Acker. Nice. Übrigens hat jetzt der eine Gegner sich aufgerafft, der Paw, und ist auf die 5 Killi Vanillis hoch. Und es gab bis jetzt noch nichts Cheater-mäßiges oder Cheater-Beschwerden oder sonstiges. Das läuft alles super. Also es hat auch noch keiner irgendwie jemanden vermutet oder enttarnt als Hacker oder sonstiges. Es ist einfach ein ganz gemütliches Spiel. Nice. Long one. Another one on long. Maybe one mid. Pump down. I think he's on long, A. Yep. Later! GG Boys. Nice game. Die kriegen alle Daumen nach oben, weil sie richtig edelmutige Edelmänner waren, die so richtig edel waren. So, Dille, ich denke, wir können einen sehr positiven Ausgang für Tag 2 verzeichnen. Zweites Spiel. Ich habe das letzte Mal gespielt, letzte Woche. Ich glaube, fast vor einer Woche habe ich das erste Spiel gemacht. Das erste Einrankungs-Matchmaking. Jetzt hier das zweite, knapp eine Woche später. Und es lief super. Ich habe kein Prime. Ich bin jetzt auf Rang 2 und mein Steam-Account ist, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, Level 0. Ja. Also, es hat sich jetzt schon gebessert. Die Frage ist natürlich, bleibt das auch bei Spieltag 3, Spieltag 4 und so weiter? Oder rutsche ich im nächsten Game schon wieder voll in den Cheater-Sumpf ab? Wer weiß. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Spiel. Das hat jetzt richtig Bock gemacht, weil halt keine verkackten Dreher am Start waren, keine Hacker und so weiter. Es war wirklich schön. Ich hoffe, euch hat das Video ähnlich gut gefallen. Wir sehen uns dann morgen im Livestream ab 18 Uhr. Außer morgen ist nicht Dienstag oder Donnerstag. Dann nicht. Aber Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr Livestream. Heute ist halt Montag. Ich denke, das bekomme ich heute noch fertig. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Einfach sagen, hey, es hat mir gefallen. Haut da rein. Bye, bye.